Unser Poolbau in Thailand. Wir haben heute den 10. Arbeitstag und wir schauen uns auch in diesem Video an, was bereits geschah und was heute noch ansteht. Hallo Leute, das ist der Mario aus, ja, man kann sagen, dem wunderschönen Thailand. Das Wetter ist perfekt. Nichtsdestotrotz hatte ich eine kleine Panne gestern. Ist aber unser Verschulden, hat nichts mit dem Bautrupp zu tun, werde ich euch gleich zeigen. Aber ich denke, wir beginnen wie immer mit einem kleinen Rundgang, was so aktuell hier läuft. Ja, es wird verschalt, jetzt wird dann die Mauer betoniert, also heute kommt der Beton. Der Boden ist ja bereits fertig und das hat jetzt auch gute, ja, knapp 2 Tage gedauert, bis da alles verschalt wurde. Ich war auch sehr überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass das so aufwendig sein wird, aber man sieht es hier. Auch beim Betonieren habe ich mich schon gefragt, warum das hier unten da aus dem Beton so Eisen rausgeschaut haben. Aber jetzt macht das Ganze natürlich Sinn, weil diese Armierungseisen, die da und da vorne überall noch aus dem Beton rausgeschaut haben, die werden verwendet, um hier die ganze Verschalung dann auch zu verschweißen. Also ich könnte es vielleicht sogar erkennen, ein Teil wurde hier sogar geschweißt, damit das auch alles stabil ist. Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie füllt man dieses Loch hier? Weil das gibt ja dann so ein Podest, wo man sich dann hinsetzen kann, also so dieser Jacuzzi-Bereich. Hier in der Mitte ist ja noch eine Mauer, die rausgeht und da ist dann die Treppe und ja, da kommt Sand rein, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Sand oder Kieselsteine, aber ich glaube, er hat Sand gesagt. Also es wird dann, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber das wird dann im Nachhinein, sobald hier die Mauern betoniert sind, wird das mit Sand aufgefüllt und dann kommt dann hier oben noch ein Eisengerüst hin, also Armierungseisen. Und dann wird dann der Deckel hier oben noch betoniert. So sollte das sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es nimmt mich dann echt Wunder, wie die das hier alles machen, weil aktuell kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das gehen soll. Vor allem, was ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen kann, warum das da vorne ein Loch drin ist. Das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Und ja, auch dort hinten, gut, ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Aber ich bin echt gespannt, wie denn das heute ausschaut, wenn die das da reingießen. Dann schauen wir uns schnell das kleine Problem an, was ich heute noch hatte, was eben, wie gesagt, unser Verschulden war. Ich habe in einem der letzten Videos ja gesagt, dass die uns da hinten noch einen Wasserhahn gemacht haben, damit wir auch Wasser beziehen können von der Hauptleitung, ohne dass jedes Mal die Pumpe läuft. Und das führt natürlich auch dazu, dass du da vorne den Hahn aufmachst dort und du irgendwas bewässerst. Und das hat Yui gestern gemacht, hat hier hinten ja, den Garten bewässert und hat abends vergessen, die Leitung zuzudrehen. Die Folge war, dass hier heute Morgen alles überschwemmt war. Zum Glück ist das Wetter so gut, es trocknet relativ schnell. Aber man kann schon sehen, dass hier ja, es steht noch relativ viel Wasser. Ist alles aufgeweicht und das Schlimme war, dass natürlich auch hier in dieser Ecke, da liegt auch noch viel Wasser, aber hier in dieser Ecke lief natürlich das Wasser in den Pool rein, also da zwischen die Verschalung und die Außenmauer hier. Ich habe aber noch geschaut und mit dem Bau, also mit der Baufirma da gesprochen, er meint, sei kein Problem. Wenn jetzt das, ja, wenn da viel, viel mehr Wasser gekommen wäre, wäre es sicherlich etwas unglücklich gewesen. Aber rein in den Pool selber lief zum Glück nichts. Einfach hier im Außenbereich, also eigentlich so dieser Bereich hier ist komplett nass. Ja, ich denke, die nächsten 30 Tage muss man hier auch kein Wasser geben, so da Frauchen alles geflutet hat. Ja, hier haben sie auch schon die Vorbereitungen getroffen. Das sind ja auch so ein bisschen die Details, die ich hier schätze. Da diese Matte, die ausgelegt wurde. Dann im vorderen Bereich hier kommt auch noch eine, oder was ist eine Plane? Eher eine Plane, weil ja, da kommt der Betonmischer hin, hier. Und dann wird das Ganze mit der Schubkarre
wird das zum Pool gefahren und dann dort reingekippt, der ganze Beton. Und das spritzt natürlich auch ein bisschen, oder während dem Fahren kommt ein bisschen Beton raus aus der Schubkarre, und wenn du natürlich hier überall auf dem Boden dann Beton hast, dann schaut das im Nachhinein auch nicht mehr so cool aus. Und ja, aber da haben sie von sich aus immer alles abgedeckt, was ich halt schon auch ja, gut finde im Allgemeinen. Sie nehmen Rücksicht auf das Eigentum und nicht so, wie ich es auch schon erlebt habe, dass einfach alles ja, neben raus götscht und nachher hast du überall hässliche Flecken, die du nicht mehr wegbekommst. Dann wurde gestern auch noch das Material geliefert, und zwar ist das von Emo, heißt das Emo, glaube ich. Ja, ich schätze mal, das hört sich ein bisschen französisch an, also ich lese das jetzt als Emo, eher französisch, also da die Filteranlagen, das ist der Chlorinator. Ja, das wird das sein, was im Pumpenhäuschen verbaut wird. Ja, gestern haben wir uns auch noch schnell das Pumpenhaus angeschaut, wie das ausschauen soll, weil ich habe auch noch da diese Mischung bekommen, diese Kieselsteinmischung, die nachher ja da um den Pool herum, also der Rand plus die Außenmauer, da kommt ja so ein, ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es nennt, so eine Art Sandbeton hin. Und da kann man ja die Farbe selber etwas zusammenmischen anhand von Steinen, so kleine feine Steine. Ich habe jetzt so eine eher kleine feine Mischung genommen. Man kann auch grobkörnige Mischung nehmen. Und das ist so eine Mischung aus Grau, Weiß und Schwarz. Ja, damit auch die Farbwahl alles ein bisschen zusammenpasst. Ich habe noch gesehen, in einem der Kommentare hat ein Zuschauer noch geschrieben, dass er selber hat auch graue Fliesen im Pool und er findet, dass das Wasser danach etwas komisch ausschaut. Die Befürchtung habe ich leider auch, aber jetzt ist es halt auch schon zu spät. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Ich werde jetzt das Ganze trotzdem mit grauen Fliesen machen statt blauen. Und ja, schau dann halt mal. Es kann sein, dass vielleicht das Wasser am Schluss etwas milchig ausschaut, was nicht gut wäre. Aber ja, mal gucken. Ich bin selber auch gespannt. Ich habe im Internet ein paar Fotos gesehen bei Leuten, die super schön ausschaut mit grauen Fliesen, aber dann bei anderen wiederum, wie gesagt, so leicht milchig. Ja, und beim Pumpenhaus habe ich dann auch noch gefragt, wie schaut denn das aus, wenn es fertig ist? Also gibt es einen Anstrich oder so? Anstrich gibt es keinen. Es wird einfach ein gemauertes Pumpenhäuschen sein mit einem Verputz, mit einem grauen Verputz. Und da stand auch noch die Frage im Raum, soll ich da auch noch dann diesen Sandbeton nehmen, der um den Pool herumkommt, und das ganze Pumpenhäuschen noch so machen? Oder lassen wir das Pumpenhäuschen einfach verputzt, grau verputzt, und dann, das wird sich dann eh mit der Zeit begrünen, also zuwachsen hier vom Baum und Büsche und alles. Auch der Pool wird ja begrünt. Ich glaube, da spare ich mir die Farbe beim Pumpenhäuschen. Macht irgendwie keinen Sinn, das Pumpenhäuschen anzumalen, und nachher wird das eh alles durch Pflanzen bewachsen. Okay, das war ein kleines Update von Tag 10. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.